Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen zu Teil 156 aus der Reihe Schritte durch die Bibel von Alfred P. Gibbs. Einer Sünderin wird vergeben aus Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Gedanken dazu. Zuerst den Leitvers aus Titus 3, 5. Errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Römisch 1. Der Bußruf des Täufers und des Herrn Jesus Christus tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ich schlage vor, das Wort Buße gar nicht mehr zu verwenden im Neuen Testament, weil es ist immer falsch übersetzt. Metanoia meint immer umkehren. Buße impliziert immer etwas bezahlen. Wir können nichts bezahlen, wir müssen umkehren. Buße bedeutet Abwenden vom Bösen, das ist richtig, durch Reue und Leidtragen über die Sünde, im Bekenntnis der Schuld, im Reinigen der Hände, B, in Hinkehr zu Gott. Buße ist einerseits Gottes Tat, er gibt Raum zur Buße, B, er verweigert Buße. Buße ist andererseits des Menschen Tat, darum fordert Gott den Menschen auf, Buße zu tun. Viertens, Buße entsteht angesichts des Gerichtes Gottes, B, angesichts der Güte Gottes. Buße bewirkt Freude, Buße ist sowohl eine einmalige Tat der Bekehrung als auch eine zu wiederholende Tat als Ausdruck des Wandels im Licht, das meint dann das Bekennen. Christen müssen nur einmal Buße tun. Alles andere ist Unsinn, Unglaube. Wir müssen einmal Buße tun, in dem Sinn, dass wir umkehren im Glauben, dadurch errettet werden. Und wenn wir dann später nochmals sündigen, und das tun wir, leider, dann müssen wir nicht mehr umkehren, sondern müssen wir bekennen. Hier haben wir auch die Bibelstelle dazu, 1. Johannes 7. Unter den vielen, die diesen Ruf vernahmen, befanden sich zwei Menschen, die daher gleicherweise als Schuldner bezeichnet. Römisch 2. Die beiden Schuldner. Ihre gemeinsamen Erfahrungen. Sie hatten Jesu Ruf zur Umkehr gehört und wussten, dass er nicht gekommen war, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Sünder. B. Alle zur Umkehr aufruf, weil kein Gerechter da war. Matthäus 4. C. Den Umkehrwilligen das Reich der Himmel, das Königreich der Himmel verhieß. D. Den verlorenen Schafen voll Liebe und Erbarmen nachging und sie suchte, bis er sie fand, um sie zu retten. E. Sünder vergab, wenn ein umkehrwilliger Sünder im Glauben zu ihm kam. Zweitens. Die Sünderin. Sie war als große Sünderin in der Stadt bekannt. B. Sie wurde durch den Ruf des Sünderheilandes zur Umkehr geführt und brachte der Umkehr würdige Frucht, indem sie sich vom Bösen abwandte und über ihre Sünden Leid trug, sich dem zuwandte, der ihr die Vergebung ihrer Sünden verhieß. C. Durch ihr Verhalten ein öffentliches Schuldbekenntnis ablegte. D. Seine unverdiente große Güte und Liebe von ganzem Herzen mit Gegenliebe, Dank und vor allem mit dem Glauben an ihn erwiderte. Drittens,
Simon, der Pharisäer. Der Herr Jesus Christus, der über seine völlige Ablehnung der Lehre und Verhaltens der Pharisäer und Schriftgelehrten von Anfang an kein Zweifel ließ, war trotzdem immer wieder zum Gespräch mit ihnen bereit. Wiederholt baten sie ihn zum Tisch und er kam ihrer Einladung nach, wobei er zeigte, dass er in jeder Lage derselbe war, treu seiner Sendung, treu seinem Vater. Simon der Pharisäer hielt sich selbst für gerecht. Sünder waren die anderen. B. Infolgedessen war sein Herz verstockt, sodass er Jesu Ruf nicht hörte und nicht umkehrte. Dagegen wich er auf die allgemeine Frage aus, wer ist dieser? Er lud ihn ein, um ihn kritisch zu prüfen, war aber innerlich unbeteiligt. Im Gegensatz dazu D. Das Beispiel der Sünderin bewirkte in seinem Herzen nur eine negative Reaktion. Bedenke die Tragik dieser Überlegung. Der Sohn Gottes, der erwartete Messias des Volkes, gibt ihm die Ehre, in sein Haus einzukehren, mit ihm zu essen, doch er erkannte ihn nicht, ehrte ihn nicht, liebte ihn nicht. Seine Selbstgerechtigkeit machte ihn blind. Und welch eine Gelegenheit verpasste er. Das Heil seines ganzen Hauses hätte er erlangen können. Römisch 3. Christus, der hohe Priester und Richter. Der Jesus Christus war auf Erden noch nicht Hohepriester, das war er erst im Himmel. Erstens, auch während seines Erdenlebens lagen die Gedanken der Menschen bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Zweitens, der Herr spricht Simon aufgrund seiner Gedanken an. Nicht, weil er ihn selbst, seinen hohen Gast, im Herzen verachtete, sondern weil er eine umkehrwillige Frau als Sünder verachtete. C. Weil er sich selbst nicht als Sünder, sondern als Gerechten betrachtete. Drittens, die Antwort Simons. Mit einer höflichen Antwort wahrte er seine gerechte Fassade und wird dadurch zum Heuchler. Ihr Heuchler. Siebenmal nennt der Jesus sie so in seiner großen Strafrede Matthäus 23. Gewiss, eine Situation, die auch unser Herz prüft. Viertens, der Herr, der gerechte Richter, aber stellt uns vor das Licht seines Angesichts. A. Die Ausgangsbasis ist für beide gleich. Ob Pharisäer oder stadtbekannte Sünderin, sie sind Schuldner vor Gott. Die Unfähigkeit zu bezahlen, gleichzeitig die unterschiedliche Schuldenhöhe wieder aus. Verweist beide an die Barmherzigkeit Gottes. Dann aber gibt es einen himmelweiten Unterschied zwischen beiden. A. Die verachtete Sünderin ist ein Mensch, dem der Herr Herz, Augen und Ohren hatte auftun können, sodass sie A.A. in richtiger Einschätzung ihrer Lage die angemessene Haltung einnahm, beachte, welche tiefgreifende Herzensangelegenheit wahre Umkehr ist. AB im Glauben das Heil empfangen durfte, deine Sünden sind vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet, gehe ihn in Frieden. B. Trotz Jesu Umkehrruf, trotz seiner noch weitergehenden Güte, in sein Haus einzukehren und trotz des zusätzlichen Vorbildes der Frau blieb der Pharisäer verstockt, bekehrte sich nicht, sodass ihn der Herr nicht heilen konnte. Auch wir stehen vor unserem Gläubiger. In welchem von diesen beiden Schuldnern erkennen wir uns? Können wir eine Freimütigkeit von ihm treten, weil wir als große Sünder zu dem Sünderheiland kamen, der
unsere Schuld mit seinem eigenen kostbaren Blute bezahlte und nun in ihm einen hohen Priester voll Mitleid haben, er ist jetzt hoher Priester im Himmel, der uns vor Gott vertritt, sodass uns kein Feind mehr verklagen kann. Sie ist eine Sünderin. Oder bauen wir unsere eigene Gerechtigkeit, Herr, Herr, haben wir nicht. Dann wird uns all unsere Rechtschaffenheit vor ihm nicht rechtfertigen, nicht freisprechen. Wir werden unsere Schuld bezahlen müssen. Beachte, den entscheidenden Beitrag unseres Herrn zur Frauenfrage. Siehst du diese Frau? Das ist ein unerhörtes Wort. Der Prediger hat festgestellt, ein Weib habe ich nicht gefunden, aber der Herr hat es gefunden. Die Samariterin sagte, seht ein Mensch. Und der Herr erwidert ihr, seht eine Frau. Es ist die Frau, die aus ihrer Verlorenheit, aus Sünde und Schuld zu ihm gekommen ist und reingewaschen wurde, die aber ihre Herkunft sowohl in ihrem Herzen als auch in ihrem Verhalten niemals leugnet, die ihn liebt und ehrt, nicht in Worten, sondern in Tat, die Frau zu seinen Füßen, die nur auf ihn blickt, sodass sie den Beifall der Menschen weder sucht, noch auch deren Kritik bemerkt oder beachtet. Das ist die Frau, die unser Herr rühmt. Ein nachahmenswertes Vorbild. Gruß im Herrn Jesus Christus, der ist, der war und der da kommt, der Allmächtige. Das alles hat unser Bruder Antonino zusammengestellt. Ganz herzlichen Dank.